Mittwoch, den 15. August 2018, ist ein durchwachsener Tag. Deshalb wird es auch italienisch heute. Die Pasta ist aber leider aus dem Supermarkt, weil der Aufwand sich nicht lohnt für uns. Aber die Sugo habe ich selbst von frischen Tomaten gekocht. So gab es heute Tortellini in einer Sugo alla Puttanesca und rote Beetesalat. Als Nachtisch gab es eine feine Mousse au Chocolat. Das Rezept von der Sugo wird unten für Sie gepostet. Natürlich wird dieses italienische Gericht von mir auch präsentiert mit dem rote Beetesalat und dem köstlichen Mousse au Chocolat. Leute, ich sag euch, das war ein Gaumenschmaus heute. Sehr, sehr köstlich und lecker.